Wir sind heute wieder der Burschenverein Obermenzing und heute mit unserem neuen Format BVU Inside. Heute nehmen wir euch mit auf unser neues Format BVU Inside. Da wollen wir Themen behandeln, die wo unseren Verein immer beschäftigen und die wo in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen werden. Und da sind solche Sachen wie unser ganzes Equipment. Mal einfach vorstellen, dass ihr wisst, was wir alles haben und was euch erwartet, wenn ihr zu uns kommt. In unserer heutigen ersten Folge vom BVU Inside stellen wir uns einen Kühlhänger vor, den wo wir gerade frisch bekommen haben. Und dann schauen wir jetzt uns den mal gemeinsam an. Wir haben diesen Hänger uns über die Brunnermobile organisiert und da ist ganz wichtig, wir haben dazu ganz viele Werbepartner gefunden, die uns da unterstützen und uns den Hänger damit finanzieren, sodass wir den auch haben können. In den ersten 5 Jahren ist es noch nicht unser Eigentum, dann geht er über in unser Eigentum. Wichtig ist zu wissen, mit unseren Werbepartnern wollen wir auch zusammenarbeiten. Das heißt, die können den Kühlhänger natürlich auch nutzen. Und wir wollen natürlich auch unsere Feste mit unseren Werbepartnern feiern. Dementsprechend haben wir genügend Platz mittlerweile, um Bier und Fleisch und Essen kaltzustellen. Wir haben hier hinten eine eigene Werbefläche. Das stellen wir kurz vor, 2022, 100 Jahr BVU. Das hat schon einen Bezug, kommt bald auch. Wir feiern unser 100-jähriges 2022 und wollen damit schon Werbung machen. Wir wollen natürlich unsere Adresse auch hinterlassen und deshalb haben wir hier Burschenverein Obermenzing e.V. seit 1922. Dann nicht zu vergessen, neben dem Kühlaggregat, das Wichtigste drum von dem Hänger, sind auch wieder unsere Anspielungen auf unsere 100-Jahr-Feier auf der rechten Seite und auf der linken Seite ein QR-Code, das man dann auf unserer Seite findet, wo auch mehr Daten und Informationen zu uns hinterlegt sind. Auch nochmal eine Werbefläche, Burschenverein Obermenzing e.V., wo wir nochmal auf diese Werbung eingehen, wer wir sind und mit der Verlinkung über den QR-Code. Früher war es immer mühsam, in kleinen Kühlschränken ein paar Kästen Bier kaltzustellen und Essen kaltzustellen. Und meistens war dann nach circa so 20 Minuten, wenn die erste Charge aus den Kühlschränken raus war, alles so warm und hat keinem mehr geschmeckt. Und das wollen wir in Zukunft damit vermeiden. Schauen wir uns doch nochmal vielleicht das Gerät an, wo wir das Ganze einstellen, oder? Ja. Hier oben ist unsere Schaltzentrale, um dann die Kühlleistung einzustellen. Das Ganze kann man hier mit steuern, ob kälter oder wärmer. Und die niedrigste Temperatur sind 2 Grad Celsius, was wir erreichen können. Das ist natürlich praktisch, weil dann ist unser Bier auch immer schön kalt. Und ich mache mich jetzt nochmal recht herzlich bedanken bei unseren Sponsoren. Die sind hier auch alle auf so einem Roll-Up verewigt. Da müssen wir uns wirklich herzlich bedanken, dass wir den Hänger dadurch finanzieren haben können. Und wir wollen den jetzt möglichst bald wieder nutzen. Und dann wollen wir uns natürlich dann auch mit unseren ganzen Sponsoren treffen und denen auch einfach mal ein kleines Fest mit denen machen, um dann den Hänger denen auch einzeln vorzustellen. Das war's jetzt mit der ersten Ausgabe vom BVU Inside. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen fetten Like da mit Daumen nach oben. Und ihr könnt uns auch abonnieren bei der Glocke hier unten. Lasst auch ein paar Kommentare da, was euch in Zukunft vielleicht noch interessieren würde. Danke und auf Wiedersehen.